Das Knarren im Eis. Haben Sie vielleicht auch nur ansatzweise eine Vorstellung davon, was das Wort Kälte überhaupt bedeutet? Kamen Sie jemals in den Genuss dessen, was es wahrhaft bedeutet, elendig zu frieren? Und zwar auf eine Art und Weise, bei der Sie gar keinen Einfluss mehr darauf haben, wann dieses Martyrium enden wird, bei dem Sie nicht einmal wissen, ob Sie dieses Frieren gar überleben werden? Nun, ich möchte mich selbst hier keineswegs als eine Art Held darstellen, der etwas Unmögliches hinter sich gelassen und gar überlebt hat. Der Begriff Maulheld würde sich wohl eher dem fügen, was meine Person betrifft. Und seien Sie sich im Klaren darüber, dass nicht nur Sie selbst es sein werden, die am Wahrheitsgehalt meiner Worte zweifeln. Denn auch ich tue es. Hat mir die Kälte damals Trugbilder vor die Augen gesetzt? Hat eben jene Kälte mich dem Wahn verfallen lassen? Oder entsprach dies alles wirklich der Realität? Entscheiden Sie selbst. Meine Reise an den arktischen Pol begann im Frühsommer des Jahres 1979, die Vorbereitungen mit eingerechnet, sogar schon im Frühjahr, und ich muss zugeben, dass ich auch nach heutigem Maßstab kaum Genaueres über die Umstände erklären kann, welche uns an diesen allzu abgelegenen Ort geführt hatten. Ich weiß nur noch, dass das eigentliche Ziel damals Probebohrungen waren. Es ging darum, den Mineralstoffgehalt in den tieferen Schichten des Eises festzustellen. Seit dem Antarktisvertrag aus dem Jahre 1961 war es nur noch ausgewiesenen Polarforschern und deren Teams erlaubt, jene unheimliche, völlig von Eis und Schnee befallene Gegend zu betreten. Somit kam uns allen eine, nennen wir es, landesübliche Ehre zuteil, da es uns auch von offizieller Seite her genehmigt war, dieses unscheinbare Gebiet zu betreten. Es befanden sich offenbar auch einige bekannte Wissenschaftler an Bord. So bekannt, dass ich deren Namen schon nach der ersten Namensnennung vergaß. Aber was kümmerte einen einfachen Maschinisten wie mich schon die Berühmtheit von wissenschaftlichen Leitern? Wir stachen damals mit der CCGS Curlington in See, eine Spezialanfertigung der Höchstklasse, wie man mir sagte. Beste Voraussetzungen, um durch das Packeis der arktischen See zu brechen und gleichzeitig auch mit ein wenig Komfort an Bord dieses Schiffes leben zu können, das knapp 130 Mann beherbergen sollte. Die Mannschaft bestand aus hochqualifizierten Ingenieuren, Technikern, Mineralogen und natürlich auch aus Männern wie Kapitän Edward Riley, einigen Dutzend Matrosen und einer Handvoll Offizieren, sowie auch dem Wissenschaftler Monsieur Henri. Der Franzose verstand sich hervorragend auf die Artikulation der englischen Sprache, so dass man ihn kaum von den anderen unterscheiden konnte. Persönlich kannte ich ihn eigentlich nicht, aber er schien äußerst zugänglich zu sein, so dass ich einige Male mit ihm ins Gespräch kam. Und dabei zeigte sich auch sein unbändiger Forschungsdrang. Ich wurde bei einem solchen Gespräch auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Probebohrungen, welche an einer ganz bestimmten Stelle der Arktis stattfinden sollten, dazu beitrugen, die klimatischen Bedingungen von vor mehreren hundert Jahren mit den heutigen zu vergleichen. In einem zweiten Anlauf sollte es auch um die Mineralbeschaffenheit gehen, denn man vermutete ja schon seit Jahrzehnten, dass sich unter diesen meterdicken Eisschichten ein wahres Eldorado von Mineralschätzen befinden sollte. Schon vor Aufbruch zu dieser Expedition war uns klar gewesen, dass wir mehrere Monate von unseren Liebsten getrennt sein würden. Doch niemand sollte wissen, dass einige nicht einmal mehr zu jenen zurückkehren würden. Nachdem die CCGS Curlington in See gestochen war, hatte ich meine trüben, mit leichtem Heimweh belasteten Gedanken schon bald vergessen. Denn mein Fokus richtete sich nun vielmehr auf das Abenteuer im ewigen Eis,
das uns allen bevorstand. Ich wusste von vielen vorangegangenen Expeditionen, die man wohl schon seit einigen Jahrhunderten vollzogen hatte. Nicht wenige davon waren gescheitert, doch was sollte uns mit der modernsten Technik denn heutzutage noch passieren können? Wir schifften anderthalb Wochen lang über das Meer, dabei hatte ich auch die Gelegenheit, einige der Mannschaftsmitglieder näher kennenzulernen. Darunter auch den breitstämmigen Jack Coleman, der sich schon während der Überfahrt zu einem meiner engeren Gefährten entpuppte. Dies entstammte den übereinstimmenden Ansichten der Politik und vor allem auch unsere gemeinsame Liebe zum New Ross RFC Rugby Team, über das wir uns jeden Abend reglich austauschten. Am 12. Juni 1979 erreichten wir schließlich den Hafen McMorgoth, die letzte Zwischenstation vor unserem eigentlichen Ziel in der arktischen Eiswüste. Sollten Sie erwarten, hier in meinen Aufzeichnungen etwaige geografische Daten zu entdecken, um unsere Route nachvollziehen zu können, dann muss ich Sie dahingehend leider enttäuschen. Zwar war die gesamte Mannschaft über die Route und die notwendigsten Eckdaten eingeweiht worden, aber glauben Sie nicht, dass das in mir auch nur einen Hauch von Interesse geweckt hätte. Eis ist Eis, so dachte ich mir, und solange man nicht von mir verlangen würde, dass ich die Curlington durch die Arktis manövrieren müsse, so verließ ich mich ganz auf die Navigatoren, das Geschick unseres Steuermanns und das unseres Kapitäns, nicht zuletzt auch auf unsere modernsten Instrumente. In McMorgoth nahmen wir unsere letzten Proviantvorräte auf, ehe wir zu den Tiefen der Arktis aufbrechen sollten. Schon in McMorgoth hatte mich die ungewohnt eisige Kälte umschlungen. Wenn man bedenkt, dass auf heimatlichen englischen Boden satte 25 Grad im Schatten herrschten und wir hier trotz des Sommers mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad zu kämpfen haben sollten, ich wage gar nicht auszuführen, dass wir hier einen Temperaturunterschied von über 50 Grad zu bewältigen hatten. Doch wir waren bestens vorbereitet, denn schon einige Monate zuvor hatten wir viel Zeit in Grönland verbracht, um uns zu akklimatisieren, wie man es uns gegenüber formulierte. Das bedeutete, dass ich, wie auch viele andere, nun schon seit fast 5 Monaten von unseren Familien getrennt waren. An dieser Wehmut hatte auch die Tatsache nichts geändert, dass es uns bislang an nichts gefehlt hatte. Und eben genau dieser Zustand sollte sich nun von Grund auf ändern. Denn von jetzt an sollten wir nicht mehr den Boden des Festlands unter unseren Füßen spüren, sondern entweder die metallischen Bodenplatten unseres Schiffes oder aber die eiskalten Platten der Arktis. Ich hätte niemals geglaubt, dass die Temperaturen sich tatsächlich noch einmal so derartig verändern konnten, denn eigentlich war ich davon ausgegangen, dass die Minusgrade im Norden Grönlands denen der Arktis stark ähnelten, aber wie sehr hatte ich mich getäuscht. Denn je näher wir der Arktis kamen, umso mehr schien ich zu frieren und umso mehr heißen Grog nahmen Jack Coleman und ich zu uns. Trotzdem schien sich mein Körper irgendwann an diesen Dauerzustand der Kälte gewöhnt zu haben, vor allem auch mit der Aussicht, dass es noch einige Wochen lang so andauern würde, und noch war mir nicht bewusst, dass die Kälte keineswegs die größte Gefahr sein sollte. Am Vorabend des 16. Juni hatten wir schließlich die ersten Treibeisinseln erreicht, die Kapitän Riley schon fast als eine Art Wegweiser ansah. Auf Landkarten wirkte die Antarktis manchmal sehr klein und mickrig, gemessen am Umfang der weiteren Kontinente, und trotzdem war ich am nächsten Tag vollkommen überwältigt. Ich hatte in meinem ganzen Leben zuvor und auch danach niemals wieder so viel Eis und Schnee auf einem Haufen gesehen. Stellen Sie sich zu Hause vor, eine Ihrer weißen Wände anzustarren, und blicken Sie nur darauf, nur auf diese und auf nichts anderes. Und vielleicht erlangen Sie dann ansatzweise eine Vorstellung davon, was mein Auge ab jenem Tage immerzu erblickte. Die weiße Welt, die uns umgab,
war eine Mischung aus Packeis, Nebel, Schneefall, Schneesturm und Eisgebirgen. Alles gemeinsam in einer unfassbaren, kaum beschreibbaren Dimension, die zwar meine Augen erstrahlen, aber auch meinen Kopf ehrfürchtig sinken ließen. Gebeugt durch die unglaubliche Erscheinung der Natur und beeindruckt von ihrem fantasiereichen Dasein, welches sich in diesem unendlichen Meer von Weiß widerspiegelte. Auch in den Augen der anderen erkannte ich die gleiche Art der Faszination. Während wir hin und wieder Zeit an Deck verbrachten, um uns beinahe immer wieder demselben Anblick hinzugeben, schien Kapitän Riley mit dem Wissenschaftler eine klare Route oder zumindest ein klares Ziel vereinbart zu haben. Als ich an einem Morgen wieder etwas Zeit an Deck verbrachte, brachen einige der Männer in laute Rufe aus. Sie hatten eine ganze Gruppe von Eisbären entdeckt, die sich in einiger Entfernung auf verschiedenen Eisschollen tummelten, vermutlich auf Robbenjagd, oder es hing vermutlich auch damit zusammen, dass während des Sommers die Paarungszeit dieser Tiere war. Auch einige Junge waren zu entdecken, und ich beobachtete die wilden Tiere mit meinem Feldstecher. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass diese Wesen nichts anderes als die Arktis kannten, sich auch sehr wohl und beheimatet in dieser Gegend fühlen mussten, in einer Welt, die so kalt und grau erschien und gleichzeitig so voller Geheimnisse steckte. Gegen Abend schließlich waren wir in sehr dichtes Packeis geraten. Und Kapitän Riley wurde vorgeschlagen, von hier aus die ersten Erkundungen und Probebohrungen durchzuführen. Der Kapitän stimmte dem zu, denn zum einen schien es ihm zu riskant, noch tiefer durch diese Stellen von Eis zu dringen, um dort möglicherweise auch noch festzusitzen. Zum anderen erwartete man für die nächsten Tage noch schlechtere Sichtverhältnisse und ungünstige Strömungen, sodass man wohl eher noch mehr vom eigentlichen Zielpunkt abgetrieben werden könnte. Die Motoren wurden also stillgelegt und das Schiff verankert, während sich die Ingenieure bereits daran gemacht hatten, ihr Material vorzubereiten. Unser Zielort sollte sich nur knapp 1,5 Kilometer von der aktuellen Position entfernt befinden. Es wurde eine Mannschaft zusammengestellt, welche mit dem benötigten Material, ausreichend Verpflegung und in Begleitung der leitenden Ingenieure und des ersten Offiziers Harrington eben dorthin aufbrechen sollten. Ich wusste nicht, ob ich diese Männer nun beneiden oder mich selbst beglückwünschen sollte, dass ich mich vorerst noch an Bord der Curlington aufhalten durfte. Es waren insgesamt 42 Männer, die sich vom Schiff entfernten, unter der Führung des ersten Offiziers Harrington. Das Material wurde auf riesige Schlitten verladen, die teils motorisiert, teils von Hunden und teils auch von den Besatzungen selbst in Bewegung gesetzt wurden. Manchmal kombinierte man auch die ein oder andere Fortbewegungsmöglichkeit. Andere Optionen hatten wir nicht zur Verfügung, da die Bohrgerätschaften allein schon sehr viel Platz in den Lagerräumen eingenommen hatten und wir ansonsten noch ein zweites Schiff benötigt hätten, um weitere Transportmaschinen mitzunehmen. Daher verfügten wir derzeit nur über 2 Tucker Snowcat, wie die Raupenschlepper bezeichnet wurden. Es wurde jedoch, wie in weiser Voraussicht, für den Transport nur einer von diesen Snowcat eingesetzt, da Kapitän Riley der Ansicht war, eines dieser motorisierten Fahrzeuge unbedingt in Reserve zu bewahren, falls irgendwelche unvorhersehbaren Umstände auftauchen sollten. Ein lang anhaltender Schneesturm peitschte uns an jenem Tag um die Ohren. Somit startete diese Expedition unter den schwierigsten Bedingungen in ihre ersten Wege. Aber auch an diesem Punkt bestanden sowohl der Kapitän als auch der wissenschaftliche Leiter Monsieur Henri darauf, so schnell wie möglich mit den Arbeiten zu beginnen. Denn der Sommer sollte nicht ewig währen und sollten die Temperaturen noch weiter und noch rascher nach Ablauf dieser Jahreszeit sinken, so würden die widrigen Umstände nur noch komplizierter werden. Dies sei unter allen Umständen zu vermeiden,
und daher galt es jetzt und rasch zu handeln. Es dauerte fast den halben Tag, ehe man es endlich geschafft hatte, sämtliche Vorräte und Gerätschaften abzuladen und den Expeditionstrupp zu entsenden. Gerade für mich als Maschinist begann nun der eher ruhigere Teil dieser Expedition. Noch wusste ich nicht, dass gerade dies die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein sollte. Bis auf die gelegentliche Wartung der Maschinen an Bord der Curlington gab es nun kaum etwas zu tun, außer ständig einen Weg zu finden, sich nicht in den Fängen der eisigen Kälte zu verlieren. Es war der Mannschaft gestattet, sich auch regelmäßig am Funkkontakt mit dem Expeditionstrupp zu beteiligen bzw. zuzuhören, denn wir waren wirklich lediglich nur als Zuhörer geduldet. Das kam aber auch Kapitän Riley zugute, somit versorgte sich die Besatzung stets selbst aus erster Hand mit den wichtigsten Informationen, ohne dass er große Reden darüber schwingen musste, und es war auch ein guter Zeitvertreib gegen die Langeweile, bei der man nur auf dumme Gedanken kommen könnte. Mit Spannung verfolgten wir die Funksprüche, die vom ersten Offizier Harrington an uns gesendet wurden. 13.35 Uhr haben den Zielpunkt bald erreicht. Schneewehen bremsen weiter in unsere Geschwindigkeit. Männer sind dennoch voller Tatendrang. Verlauf bislang ohne Schwierigkeiten. Melden uns, sobald Zielort erreicht. Die Verbindung zwischen Harringtons Expeditionstrupp und unserem Schiff klang erstaunlich gut, trotz der ungünstigen Wetterverhältnisse. Auch das bewies mir wiederum, welch hervorragende Technik unsere Wissenschaft bislang hervorgebracht hatte. Gegen Nachmittag erreichte uns dann der nächste Funkspruch. 16.10 Uhr. Errichten kleines Basislager. Haben ersten Verletzten zu beklagen. Ingenieur Robinson verirrte sich aufgrund der Witterung für kurze Zeit, brach dabei in eine Felsspalte, verletzte sich am rechten Bein. Wurde glücklicherweise rasch gefunden und konnte von Dr. Hartman versorgt werden. Fällt wohl für den Rest der Expedition aus, haben nun bereits mit dem Bau der Bohrmaschinerie begonnen. Mit diesen guten Aussichten legten sich die meisten von uns schlafen und erwarteten den nächsten Tag. Ab dem frühen Morgen folgten am nächsten Tag einige weitere Nachrichten per Funk. Diese kamen ebenso meist im Telegrammstil und etwas zeitverzögert an. Die Funksprüche sollten vielmehr als Logbucheintrag dienen und zur Dokumentation des Expeditionsvorgangs dienen. Eine Antwort unsererseits konnte allerdings ebenfalls nur im Telegrammstil erfolgen. 9.27 Uhr. Haben Basislager errichtet. Schneewehen nehmen nicht ab. Aufbau der Maschinerien verzögert sich aufgrund vereinzelter Ausfälle. Einige Männer offenbar vom gestrigen Marsch zu verausgabt. Dazu noch das Fehlen von Hauptingenieur Robinson. Witterung tut ihr Übliches. 12.46 Uhr. Wetterbedingungen verschlechtern sich. Weiterer Aufbau der Bohrgeräte nicht ohne Beschädigungen möglich. Warten besseres Wetter ab. 17.22 Uhr. Schneesturm hat sich gelegt. Aufbau der Bohrgeräte nun ohne größere Schwierigkeiten möglich. Drei weitere Männer mit Erfrierungen ins Lazarett gebracht. Hoffen auf keine weiteren Ausfälle, da sonst Verzögerungen folgen. 18.55 Uhr. Reparaturarbeiten am Bohrer gehen nur schleppend voran. Alle vier Männer in den Lazaretten klagen über Halluzinationen. Dr. Hartman vermutet Kälteschock. Bei nächster Gelegenheit werden diese zur Curlington zurücktransportiert. 19. Juni, 6.45 Uhr. Weiterhin leichter Schneefall. Nebelähnlich. Verringert die Sicht auf knapp 20 Meter. Frischer Pulverschnee wird selbst durch leichten Wind derart aufgewirbelt, dass er die Sichtverhältnisse verändert. Haben unruhige Nacht hinter uns. Viele Männer fanden kaum Schlaf. Einige berichten von einem ungewöhnlichen Knarren. Einem Knarren im Eis. Einige Männer vermuten, dass dies von den sich verschiebenden Eisplatten stammen müsse. 10.36 Uhr. Reparaturen am Bohrgerät abgeschlossen. Maschine nun voll einsatzbereit. Inbetriebnahme folgt alsbald. 11.04 Uhr. Haben mit Bohrarbeiten begonnen. Keine unerwarteten Hindernisse.
Erste Mineralproben werden bereits untersucht und nach Ablauf von 24 Stunden zur Curlington transportiert, um Vergleiche zu späteren Funden ziehen zu können. Unter Lärm des Bohrers verschwanden auch Geräusche aus dem Eis. 11.49 Uhr. Erste Mineralienfunde bestätigt. Gleichzeitig zwei weitere Männer mit Erfrierungen ins Lazarett gebracht. Auch sie hatten unerlaubten Spaziergang gewagt. Wurden von Suchtrupp gefunden und versorgt. Derzeit insgesamt 6 Personalausfälle. 13.27 Uhr. Bohrmaschine passiert. Auf unerwarteten Widerstand gestoßen. Kein Eis und kein Gestein. Es werden Reste nach oben befördert, welche sich als Holz herausstellen. Das ist für uns nicht erklärbar. 13.59 Uhr. Holzreste untersucht, welche sowohl Anteile von Lorbeerbaum als auch Eisen- und Metalllegierungen enthielten. Ingenieure nehmen an, dass dies Überreste eines Schiffswracks sein könnten. 14.34 Uhr. Bohrungen gänzlich angehalten, um historische Funde nicht zu zerstören. Vermuten Wrack einer vorangegangenen Expedition. Apparaturen werden ab und mehrere hundert Meter entfernt noch einmal neu aufgebaut. Gleichzeitig eine Gruppe von freiwilligen Arbeitern zusammengestellt, welche Position des Wracks weiter freilegen wollen. Müsste sich in etwa 150 Meter Tiefe befinden. Schwere Geräte unterstützen nun angehenden Stollenbau. Primärziel bleibt dennoch Mineralstoffsuche. 14.56 Uhr. Zwei der Erkrankten in heftigen Fieberwahn verfallen, verließen ohne jegliche Kleidung das Lazarett, um sich in Schnee zu wälzen und anschließend eine südwestliche Richtung einzuschlagen, werden im Lazarett fixiert, bis Normalzustand zurückgekehrt ist. Hartmann verabreichte Beruhigungsmittel. 15.36 Uhr. Schneewehen werden dichter. Huskies zeigen sich äußerst unruhig, heulen unentwegt gegen den Wind, finden ebenfalls kaum Schlaf. Arbeiten an Stollen und Bohrapparat gehen dennoch zügig voran. 16.47 Uhr. Zwei weitere Erkrankte fixiert. Bedrohten Arbeiter mit Werkzeugen, sprachen von Gefahren und drohendem Unheil, dem Geist der eisigen Kälte, verlangten sofortigen Abbruch der Expedition. Fieberwahn durch Beruhigungsmittel gesenkt. 18.39 Uhr. Bohrer an neuer Position wieder in Gang gesetzt. Verfahren wie gehabt. Aushebung des Stollens ebenso fortschreitend. Männer geben an, unter dem Eis rascher arbeiten zu können als über dem Eis. 19.47 Uhr. Alle Arbeiten eingestellt, Nachtruhe eingeleitet. Männer zeigen sich weiterhin voller Tatendrang, trotz Kälte und Missstände. Spannung nach Wrackfund unerträglich. Melden uns morgen nach Tagesanbruch wieder. 20. Juni, 1.46 Uhr. Schreie aus dem Lazarett. Erkrankte aus Fieberträumen erwacht, zeigen Todesängste, betteln um Befreiung. Von allen Verantwortlichen als unzulässig bewertet, die Fixierten stellen eine derzeitige Gefahr für das Allgemeinwohl dar. Schlittenhunde weiterhin unruhig, jaulen und Blicke richten sich stets gen Südwesten. 3.26 Uhr. Einer der Erkrankten, McRowland, aus Lazarett geflüchtet. Nicht fixiert, bis dahin keinerlei Anzeichen von Fieber waren. Spuren führen Richtung Südwesten. Hat Teil der Ausrüstung, aber keinerlei Proviant mitgenommen. Suchtrupp bei Nacht und derzeitig im Sturm zu entsenden, sinnlos. 5.49 Uhr. Knarren im Eis, wieder sehr deutlich hörbar. Klingt nach meiner der Meinung jedoch nicht wie Eis. Es kursiert Meinung, es wäre das Knarren der Holz bei einem Schiff auf Seegang. Kann dies nicht beurteilen. Noch keine Neuigkeiten von McRowlan. 9.26 Uhr. Wenig Schlaf diese Nacht. Arbeiten wurden längst begonnen. Suchtrupp von 12 Mann mit Schlitten entsandt. Hoffen McRowlan noch lebendig anzutreffen. Nachtwachen gaben an, trotz der Dunkelheit mehrmals lange Schatten fernab gesehen zu haben. Nach deren Meinung sahen sie aus wie Bäume. Wir vermuten, dass dies Lichtspiegelungen seien, die den natürlichen Gegebenheiten entstammten. 11.17 Uhr. Unglaublicher Fund im Stollengang. Sind auf Beiboot aus dem 19. Jahrhundert gestoßen, muss zu besagtem Wrack gehören. Name des Schiffes HMS Nurraby. Ich hatte diesen Schiffsnamen noch nie gehört, aber Kapitän Riley schien sehr wohl darüber Bescheid zu wissen. Und somit begann er, uns über die Umstände der HMS Nurraby aufzuklären.
Die Nerebee war ein Expeditionsschiff aus dem Jahre 1789, deren Ziel es war, die Nordwestpassage zu durchsegeln, zu kartografieren und somit den kürzesten Seeweg von Europa nach Asien zu finden. Es hatte mehrere dieser Expeditionen gegeben, nicht wenige wären daran gescheitert. Die Nerebee, unter dem Kommando des damaligen Captains Frederick Walter Stewart, habe Vorräte für fast anderthalb Jahre mit sich geführt, und man war auch nicht verwundert darüber, dass man mehrere Monate lang nichts von ihr hörte. Erst nach Ablauf von fast zwei Jahren hatte man sich damals dazu entschlossen, dem Verschwinden der Nerebee nachzuforschen. Allerdings sei jenes Schiff bis heute unauffindbar gewesen und nicht die kleinste Spur entdeckt worden. Kapitän Riley betonte mehrmals den wahrhaft historischen Fund, den wir offenbar getätigt hatten. Es war schon erstaunlich, dass uns der Zufall ausgerechnet an diese Stelle geführt hatte. Jack Coleman und ich verbrachten zunehmend mehr und mehr Zeit in der Funkkabine, denn wir wollten unter keinen Umständen auch nur einen einzigen Funkspruch verpassen. Gleichzeitig teilten wir unsere Wartungsschichten so ein, dass immer mindestens einer von uns in der Nähe der Funkkabine war, um den jeweils anderen auf dem Laufenden zu halten. Auch viele andere der Mannschaftsmitglieder lauschten den Worten der Funkübertragungen mit Spannung und voller Erwartungen. Der nächste Funkspruch erreichte uns allerdings erst nachmittags. 13.49 Uhr. Bohrarbeiten werden wieder fortgesetzt. Männer zeigen beim Graben des Stollens mehr Eifer als bei der Mineralienförderung. Gleichzeitig findet Erkundung des Geländes statt. Weiterer Suchtrupp nach McRowland wurde entsendet. Bisher immer noch keine Spur von ihm. 14.46 Uhr. Suchtrupp zurückgekehrt. McRowland nicht auffindbar. Männer berichten von weit entfernten Bäumen, welche sie angeblich gesehen hätten. Es bleibt die Meinung bestehen, es seien Luftspiegelungen. Schatten, welche durch weit entfernte Berge, durch die herrschenden Umwelteinflüsse, dem menschlichen Auge vorgegaukelt werden. 17.32 Uhr. Bohrarbeiten vorerst eingestellt, da Maschinen zu heiß gelaufen sind. Erste nennenswerte Mineralerträge nach oben befördert. Enthalten Spuren von Kalium, Tritium und Kupfer. Anteil jedoch kaum verwertbar. Bohrungen werden noch tiefer fortgeführt. 18.49 Uhr. Knarren im Eis, das von Stunde zu Stunde deutlicher zu hören ist, scheint zuzunehmen. Männer zeigen sich beunruhigt, befürchten Eisplattenverschiebung oder ähnliches. 19.36 Uhr. Habe die Bäume nun selbst gesehen, weiß, was die Männer meinten. Sie zeigen sich in weiter Entfernung, scheinen sich zu bewegen, aufgrund der Schneewehen jedoch kaum zu identifizieren. Genauere Entfernung absolut ungewiss. Verschwanden nur wenige Minuten nach Sichtung. 21.07 Uhr. Hunde verhalten sich wieder äußerst unruhig, zeigen Anflüge von aggressivem Verhalten uns gegenüber. Laut Hundeführer Jackson basiert diese Aggressivität auf instinktgetriebener Angst, können jedoch den Ursprung dafür nicht erklären. 22.25 Uhr. Haben erneut große Sturmfront aus südwestlicher Richtung ausgemacht. Verbarrikadieren uns in Basislager und Stollen. Aggregate und Maschinen wurden nach Möglichkeit abgebaut oder mit Schutzbarrikaden versehen. Erwarten unruhige Nacht. 20. Juni, 2.36 Uhr. Sturm über uns hinweggefegt. Vereinzelte Beschädigungen am Bohrapparat und Barrikaden. Jedoch alles weiterhin funktionsfähig. Snowcat-Raupenfahrzeug wurde vom Sturm umgeworfen. Mannschaft von Stollenabbau abgezogen, um jenes wieder aufzurichten. Befürchten schweren Schaden. 3.15 Uhr. Haben Raupenfahrzeug wieder aufgerichtet. Starke Beschädigungen in Motorraum und Fahrzeugkabine. Ingenieure versuchen ihr Bestes, halten Fahrzeug aber nicht mehr für funktionsfähig. Erbitten alsbald technische Unterstützung, sobald Materialtransport notwendig ist. 5.15 Uhr. Unerklärlicher Schwund aus den Vorratskammern. Essensvorräte und Materialeinheiten wurden entwendet. Männer vermuten den Sturm als Ursache dafür, glauben aber vielmehr an Diebstahl. Möglicherweise nicht der erste und nicht erst seit heute, nur vermutlich jetzt erst bemerkt. 7.15 Uhr. Auch diese Nacht erneut wenig Schlaf für viele Männer.
Zwei der Schlittenhunde aus ihren Zwingern ausgebrochen. Spuren führen südwestlich. Gesamte Mannschaft mit der Instandsetzung des Bohrers und des Snowcat beschäftigt. Knarren im Eis, wieder sehr deutlich hörbar. 9.15 Uhr. Instandsetzung des Raupenfahrzeugs aussichtslos. Bohrarbeiten derzeit noch pausiert. Männer beunruhigt, fühlen sich beobachtet, sehen viele Schatten weit ab im Schnee. 11.37 Uhr. Bohrer kann möglicherweise ebenfalls nicht mehr instand gesetzt werden. Mannschaft erschöpft und müde von den Strapazen der letzten Nacht. Erbitten baldige Ablösung. Zu jenem Zeitpunkt hatte Kapitän Riley bereits die zweite Mannschaft zusammengestellt, welche zum Basislager als Unterstützung entsendet werden sollten. Geplant war zudem ein kompletter Austausch von Material und Mann, soweit dies erforderlich sei. Doch noch ehe überhaupt erst diese zweite Mannschaft zusammengestellt worden war, erreichte uns bereits der nächste Funkspruch. 12.29 Uhr. Sie sind da. Sie sind wieder da. Die Schatten. Sie verfolgen uns. Männer flüchten in die Stollen. Brauchen Hilfe. Gefahr! Dies war der letzte Funkspruch aus dem Basislager. Kapitän Riley ließ umgehend einen Stoßtrupp zusammenstellen, der sofort dorthin ausrücken sollte. Er selbst nahm, ebenso wie ich, Coleman und 7 weitere Männer teil. Fragen Sie mich nicht, wie ich als Maschinist auf die Idee gekommen war, auch noch freiwillig daran teilzunehmen. Ich glaube, dass ich damals einfach den Drang verspürt hatte, endlich mal etwas anderes zu sehen als die öden Schiffswände. Das langweilige Grau und Weiß des Eises hörte sich für mich beinahe nach einer Reise ins Paradies an. Zudem benötigte Kapitän Riley einige Ingenieure und Maschinisten, da man davon ausging, einige der technischen Gerätschaften im Basislager wieder auf die Beine stellen zu müssen. Oder vielleicht auch mehr? Auch der zweite Arzt, Dr. McLeod, begleitete uns, da wir davon ausgingen, dass etwas geschehen war, wonach jede fachmedizinische Hand gebraucht werden konnte. Außerdem war es nicht auszuschließen, dass auch Dr. Hartman aus dem Basislager etwas zugestoßen sein könnte. Natürlich fragten wir uns alle, was für eine Gefahr denn dem Basislager gedroht hatte. Vielleicht ein Überfall von mehreren Eisbären oder anderen wilden Tieren? Wir bestiegen das Snowcat und machten uns umgehend in die Richtung auf, in welcher das Basislager errichtet worden war. Während der Fahrt wurde untereinander kaum ein Wort gesprochen. Lediglich Coleman versuchte ständig, das Lager über Funk zu erreichen, aber mehr als nur ödes Rauschen bekamen wir nicht zur Antwort. Es dauerte fast eine Stunde, ehe wir das Lager erreichten. Zunächst wären wir fast daran vorbeigefahren, wären Dr. McLeod nicht die großen Bohrgeräte aufgefallen, welche im dichten Schneegestöber aus dem Nebel herausstachen. Wir hielten darauf zu, stellten das Fahrzeug ab und stiegen aus. Eingepackt in dicke Mäntel und mit Handschuhen an den Händen, die mehr an riesige Bärentatzen erinnerten, betraten wir die riesige Eisfläche. Während der frische Schnee unter unseren Füßen knirschte, führte uns Kapitän Riley direkt auf das Lager zu. Immer wieder riefen wir vereinzelte Namen der Männer und versuchten uns bemerkbar zu machen, erhielten aber keine Antwort. Keine Maschinen arbeiteten, keine Gegenrufe ertönten. Und nachdem wir den Bohrer passiert hatten, erreichten wir rasch den Mittelpunkt des Lagers. Hinter Schneewellen hatte man die Thermozelte aufgebaut. Auch die Hundezwinger waren von Schneewellen umgeben. Überall im Lager fand man Gebrauchsgegenstände, teilweise auch Kleidungsstücke. Und kurz darauf stießen wir auch auf den Fuhrpark. Dort entdeckten wir sogleich das stark beschädigte Snowcat, das wirklich nicht mehr einsatzfähig sein konnte. Unsere Rufe hallten noch immer durch das Lager. Aber weder vom ersten Offizier Harrington, Dr. Hartman oder irgendeiner Menschenseele erhielten wir Antwort. Kapitän Riley teilte uns sogleich in 2 Gruppen auf, welche getrennt voneinander das Lager nach Spuren absuchen sollten. Unsere Gruppe, mit Coleman an meiner Seite,
stieß alsbald auf den Stollen, der gegraben wurde, um die HMS Nurraby freizulegen. Wir wagten es auch tatsächlich, diesen Stollen zu betreten. Die Männer aus dem Basislager hatten vor uns schon sehr tief gegraben. Und nachdem wir dem Gang eine Zeit lang gefolgt waren, stießen wir auch auf das, was die Männer vor uns bereits gefunden hatten. Das Beiboot der HMS Nurraby. Doch mit diesem Fund durchfuhr uns gleichzeitig auch ein Schauer. Denn in diesem Beiboot lag ein Toter. Es war jedoch keiner unserer Mannschaft. Allein die Kleidung und das Aussehen sprachen dafür, dass dieser Mann aus einer anderen Zeit stammte. War dies womöglich ein Besatzungsmitglied der uralten Nurraby gewesen? Der Tote sah aus wie völlig konserviert, bis auf die Tatsache, dass er äußerst mager erschien und die Hautfarbe einer blutleeren Blässe gewichen war, war diese Leiche so steif gefroren und mit einer Eisschicht bedeckt, dass dadurch wohl der Verwesungsprozess vor etwas mehr als einem Jahrhundert vollständig gestoppt worden sein musste. Das machte den Fund jedoch umso grausamer, denn die weit aufgerissenen Augen des Toten und seine halb erhobene rechte Hand zeugten davon, dass er erfroren sein musste. Was der Hunger nicht geschafft hatte, hatte schließlich die Kälte erreicht. Wir kümmerten uns jedoch nicht weiter um den Toten. Diesem Mann war längst nicht mehr zu helfen. Der Stollen reichte noch ein Stück weiter in das tiefe Eis hinein. Und unsere Leute hatten es wohl tatsächlich geschafft, bis zum Bug der tief im Eis vergrabenen Nurraby vorzudringen. Jack vermutete daraufhin, dass das Schiff in Schräglage mit nach oben gerichtetem Bug versunken war. Zumindest sah es tatsächlich so aus. Weiter jedoch waren unsere Männer nicht gekommen und auch hielt sich niemand mehr von ihnen in diesem Stollen auf. Somit stießen wir wieder zu den anderen nach oben. Und auch sie hatten eine grausame Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung, welche sich jeder von uns hätte ersparen wollen. Kapitän Riley berichtete davon, dass man die Lazarette aufgesucht hatte und dort einen widerlichen Fund hinnehmen musste. Auf den Betten lagen vier fixierte Männer, vermutlich jene, die der erste Offizier als durchgedreht beschrieben hatte. Doch sie waren längst nicht mehr am Leben. Ihre Körper waren ebenso fast steif gefroren durch die Kälte der Arktis, auch waren die Zelte nicht verschlossen gewesen. Doch das Grausamste war die Tatsache, dass nicht die Kälte sie getötet hatte, sondern dass man ihre Körper regelrecht aufgeschlitzt hatte. Wer auch immer die Wehrlosigkeit dieser Männer ausnutzen wollte, ihre völlige Bewegungslosigkeit, er musste wie mit all seinem Hass mit einem spitzen Gegenstand auf sie losgegangen sein. Aus deren aufgeschlitzten Bäuchen musste das Blut regelrecht herausgesprudelt sein, wie aus einer Quelle, denn der Boden innerhalb des Zeltes glich dem eines Schlachthauses. Und ihre weit aufgerissenen Augen waren ebenso Zeugen eines furchtbaren Todeskampfes in qualvoller Angst. Auch die zweite Gruppe unter Kapitän Riley hatte keine Menschenseele gefunden, ebenfalls auch keine Spuren der Männer. Es schien daher so, als hätten sie das Lager aus irgendeinem Grund verlassen. Doch in welche Richtung? Kapitän Rileys Gruppe hatte feststellen können, dass auch sämtliche Schlitten und motorisierte Fahrzeuge aus dem Lager verschwunden waren. Zudem war die komplette Funkanlage förmlich zerstört worden. Es sah so aus, als habe das schlechte Wetter zuerst den Schneewall und dann das Thermozelt über der Anlage irgendwie zerstört, woraufhin jene beschädigt wurde und dann habe die anhaltende Witterung den Rest getan, um der Technik den Gnadenstoß zu versetzen. Hatte dies zur Bedeutung, dass die Männer bewusst aus dem Lager geflohen waren? Es deutete einiges darauf hin, denn die Vorratskammern waren vollkommen geleert.
In den Thermozelten der Mannschaften befanden sich hingegen noch sehr viele persönliche Gegenstände, auch ein Großteil ihrer mitgebrachten Ausrüstung. Wenn die Mannschaft also tatsächlich vom Basislager aufgebrochen war, so hatten sie nur das Nötigste mit sich genommen und es musste alles sehr rasch und möglicherweise auch etwas planlos geschehen sein. Aber was hatte den ersten Offizier Harrington dazu bewogen, dieses eigentlich sichere Lager so unvorbereitet zu verlassen und förmlich in die Wildnis hinauszueilen? Kapitän Riley beorderte 4 der Männer zurück zur Curlington. Dort sollten weitere Männer und Ausrüstung bereitgestellt werden, mit denen Suchmannschaften ausgesendet werden konnten. Derweil übernahm Dr. McLeod die unangenehme Aufgabe, die Leichen zu untersuchen, welche in den Lazaretten lagen. Indessen tauschten Jack Coleman und ich unsere Gedanken über das Geschehene aus. Die unerträgliche Langeweile hatte sich zu einer unfassbaren Anspannung entwickelt. Eine plötzliche Kehrtwende, die niemand von uns auch nur ansatzweise erwartet hatte. Jack war der Meinung, dass möglicherweise einige wilde Tiere das Lager angegriffen und bereits einige der Männer verschleppt hätten. Um einem weiteren Angriff vorzubeugen, hätten die Männer das Lager verlassen. Vermutlich standen zwischen ihnen und der Curlington auch eben diese wilden Tiere. Coleman sprach wiederholt von einem Rudel Eisbären. Sie waren seiner Meinung nach also nicht völlig planlos aus dem Lager geflüchtet und hätten sich zumindest noch Zeit dafür genommen, sich mit Vorräten auszustatten, ehe sie aufgebrochen wären. Aber all seine Annahmen ergaben für mich überhaupt keinen Sinn. Sicher, unsere Leute trugen, bis auf vereinzelte Gewehre, keinerlei Bewaffnung mit sich, denn die Tierwelt hatte sich grundsätzlich immer von uns ferngehalten. Allein schon abgeschreckt durch den Lärm der Maschinen und auch die zahlreichen Lichter, die Feuerstellen. Außerdem galten Eisbären als Einzelgänger, welche sich nur in der Paarungszeit zusammenfanden. Doch Jack meinte, dass die Paarungszeit eben gerade jetzt zur Sommerzeit wäre. Es gab auch tatsächlich Spuren im Lager, welche darauf hindeuten könnten, dass hier gekämpft wurde. Aber gleichzeitig könnte es ebenso sein, dass die Beschädigungen nur im Laufe eines chaotischen Abzugs entstanden waren. Und Spuren der Mannschaft waren auch nicht mehr zu finden. Dafür trug ebenfalls die Witterung Sorge. Nach einigen Stunden rief Dr. McLeod uns schließlich zu sich und gab einige Erklärungen ab. Er meinte, dass ohne eine vernünftige Autopsie keine genaueren Erklärungen möglich wären. Es sei unklar, ob die schweren Wunden der Toten von Klauen oder von Werkzeugen stammten. Auf jeden Fall sei jemand mit erbarmungsloser Brutalität gegen die Wehrlosen vorgegangen. Gegen Abend traf dann auch endlich die Verstärkung ein. Es waren mehrere große Schlitten von Maschinen und Hunden gezogen, dazu 36 weitere Männer. Im Gepäck führten sie alles an Waffen mit sich, was an Bord der Curlington gefunden worden war. Dazu eine moderne Funkausstattung, welche den Suchtrupps die Möglichkeit der Kommunikation untereinander besser ermöglichen sollte. Kapitän Riley wollte trotz der hereinbrechenden Nacht noch jetzt die Suchtrupps entsenden, entschied sich aber dafür, den Radius auf ein bestimmtes Gebiet zu begrenzen, welches direkt südwestlich lag. Vielleicht hatte man Glück und würde zumindest schon einen Teil der Mannschaft noch lebend vorfinden. Ansonsten müsse man die Suche in den üblichen Arealen auf morgen verschieben, da er für eine bestimmte Reichweite nur das Snowcat in Anspruch nehmen wollte, welches mit den besten Radar- und Funkgeräten ausgestattet war. Während wir im Lager verharrten, brachen bereits 4 Männer und Kapitän Riley mit dem Snowcat auf. Gleichzeitig versuchten wir auch, einige der Apparaturen wieder in Gang zu setzen, soweit dies möglich sein sollte. Es dauerte 4,5 Stunden, in welchem hin und wieder Funkkontakt zum Snowcat aufgenommen wurde, aber zu berichten gab es nichts. Schließlich kamen Kapitän Riley und die Besatzung unverrichteter Dinge zurück.
Keinerlei Spuren hatten sie entdeckt. Und morgen nach Sonnenaufgang würde es noch schwieriger sein, überhaupt noch welche zu finden. Aber dennoch waren wir dazu gezwungen, auf den morgigen Tag zu warten. Schon bei den ersten Sonnenstrahlen stellte Kapitän Riley den nächsten Suchtrupp zusammen, aber diesmal sollte auch ich wieder teilnehmen. Wir bewaffneten uns ausreichend, wenngleich sich Riley auch nur die Männer mitnahm, die sich auf Waffen verstanden. Ich als ehemaliger Ranger war dafür natürlich bestens geeignet und gleichzeitig drängte sich etwas in mir auf, mich auch weiterhin aktiv an der Suche nach der verlorenen Mannschaft zu beteiligen. Zugleich entsandte er 4 weitere Suchtrupps, die allerdings keine allzu weite Strecke zurücklegen konnten. Im Grunde war das Snowcat für die größten Reichweiten geeignet. Daher sollten die Suchtrupps mit den Schlittenhunden nur einen Radius mit kleinem Bogen absuchen. Hingegen unser Snowcat sollte zunächst bis an den Rand eben jenes Radius fahren und von dort aus seine Suche fortsetzen. Kapitän Riley hatte in Einbezug der Wetterbedingungen, der Fortbewegungsmöglichkeiten der Mannschaft aus dem Basislager und auch deren Lastkapazität einen Radius errechnet, in welchem sich die vermissten Leute noch befinden mussten. Während wir im Snowcat über Schnee und Eis steuerten und das Schneegestöber uns noch immer die Sicht verschlechterte, hegte ich verschiedene Gedanken über das, was der Mannschaft unter dem ersten Offizier Harrington zugestoßen sein könnte. Gleichzeitig wurde ich mit großer Furcht erfüllt. Wenn es einer technisch so gut ausgestatteten Mannschaft widerfahren konnte, aus ihrem Basislager vertrieben zu werden, konnte es dann uns nicht genauso ergehen? In welche Gefahr begaben wir uns somit? Nachdem wir mit Hilfe unserer Kartografierungen festgestellt hatten, dass wir endlich den selbst errechneten Rand des Radius erreicht hatten, war es von nun an oberstes Gebot, nach allen Richtungen Ausschau zu halten und jegliche Vorkommnisse zu melden. Jeder noch so kleinste dunkle Fleck in diesem ewigen weißen Eis konnte der entscheidende Hinweis für den Verbleib unserer Leute sein. Kapitän Riley hatte anhand der Karte und unserer Position errechnet, dass wir auch bald eines der Gebirge erreichen mussten. Er glaubte fest daran, dass sich die Mannschaft hierhin aufgemacht haben könnte, und wenn sie es nur durch Zufall gefunden und als Orientierungspunkt genutzt hatten. Tatsächlich stießen wir alsbald auf eben jenes Gebirge und hielten nicht weit entfernt von diesen Felsformationen. Und schon bald entdeckte Coleman etwas sehr Wichtiges. Es war der Eingang zu einer Höhle. Das Snowcat wurde zum Stehen gebracht, ein Mann als Bewachung und für eintreffende Funksprüche zurückgelassen, und der Rest stieg aus dem Fahrzeug heraus. Hier schlug uns wiederum der eisige Wind um die Ohren, und selbst die wenigen Meter bis zum Höhleneingang waren äußerst beschwerlich. Wie musste es dann erst Harringtons Mannschaft ergangen sein? Der Höhleneingang maß etwa 4 auf 5 Meter und war durch hervorstehende Felswände gut geschützt. Mit gezückten Lampen betraten wir das Innere. Das Nachlassen des Sturms ließ Erleichterung in mir aufsteigen, auch wenn es hier im Inneren der Höhle nicht besonders wärmer war. Wir schritten tiefer hinein. Uns trafen schon bald auf etwas, was wir nicht erwartet hatten, nicht erwarten wollten. Wir hatten schon beinahe das Ende der Höhle erreicht und genau dort hatte sich ein Fund versteckt, der scheinbar schon seit langem auf uns wartete. Es waren 3 steif gefrorene, fast vollständig erhaltene männliche Körper, eingepackt in dicke Felljacken, die nicht aus unserem Zeitalter stammten. 3 weitere Besatzungsmitglieder der einstigen HMS Nurraby. Aber was taten diese Menschen hier, so fernab ihres untergegangenen Wracks?
Kapitän Riley sprach die Vermutung aus, dass diese Männer damals versucht haben mussten, sich durch die Eiswüste durchzuschlagen, und jene seien kläglich gescheitert. »Sehen Sie sich die armen Kerle an«, meinte Kapitän Riley. »Die wurden hier zum Sterben zurückgelassen.« »Was macht Sie da so sicher, Sir?«, fragte Coleman und warf mir dabei einen verständnislosen Blick zu. »Na, ganz einfach. Keinerlei Spuren von irgendwelchen Nahrungsbehältnissen, gepresstes Dosenfleisch oder ähnliches, was man damals schon verwendet hat. Nicht einmal Überreste der Dosen. Diese müssten genauso eingefroren sein wie die Männer selbst.« »Nun, vielleicht wurden jene Gegenstände auch von Inuit eingesammelt oder wilde Tiere haben sich damit angefreundet«, vermutete ich. »Das halte ich für sehr unwahrscheinlich«, meinte Kapitän Riley. »Ich vermute, dass damals die Mannschaft der Narrabee einen sehr beschwerlichen Weg auf sich genommen hat. Nach dem Verlust ihres Schiffes blieb ihnen nur eine Wahl. Sie mussten sich irgendwie zum nächsten Hafen durchschlagen, vielleicht auch mit etwas Vorräten und notwendigem Gepäck. Und diese Männer schienen nur noch eine Last für sie gewesen zu sein. Möglicherweise waren sie zu erschöpft, krank oder verwundet. Und dann sagte man ihnen einfach, sie würden hier bleiben und warten, bis man sie holen komme. Und eigentlich haben diese Männer in all ihrer Hoffnung nur noch auf den Tod gewartet.« Mit diesen Worten hatte Riley vermutlich recht gehabt. Und dennoch half uns dieser Fund in keinster Weise. Wir suchten die Höhle noch nach Hinweisen auf unsere Leute ab, fanden jedoch nichts. Also schienen sie hier nicht vorbeigekommen zu sein, da sie mit Sicherheit doch hier Schutz gesucht hätten. Und noch immer stellte sich uns die Frage, was unsere Leute überhaupt aus dem Basislager vertreiben hatte können. Waren sie vielleicht auch so in Eile und Panik versetzt gewesen, dass sie Hals über Kopf durch das Eis flüchteten und gar nicht erst solche Höhlen als Schutz und Raststätte in Betracht gezogen hatten? Zu viele Fragen schwirrten mir durch den Kopf, während wir zum Snowcat zurückkehrten, unsere Position notierten und die Suche dann fortsetzten. Ich musste sehr darauf achten, dass mein suchender Blick durch das ewige Weiß nicht ermüdete. Immerzu begleitet vom bedrohlichen Raunen des Windes, tanzten die weißen Flocken vor meinen Augen, die aus dem kleinen Fenster des Fahrzeugs blickten und darauf hofften, endlich einen Hinweis auf den Verbleib unserer Leute zu entdecken. Aber es war schließlich wiederum Coleman, der einen lauten Aufschrei tat und aus dem Fenster seiner Seite deutete. Nur Sekunden später hatte er das Fahrzeug dann in die Richtung gelotst, auf die er uns aufmerksam hatte machen wollen. »Ich werd verrückt«, hörte ich Dr. McLeod raunen. »Das ist ja einer der Hunde!« Tatsächlich, einer der Schlittenhunde war nur wenige Meter entfernt von unserem Snowcat aufgetaucht. Mit Sicherheit hatte er den Motor des Fahrzeugs gehört und war ihm entgegengelaufen. Wer weiß, wie lange das Tier schon durch das ewige Eis herumirrte. Coleman öffnete die Tür und sprang als erster hinaus. Er ging vorsichtig auf den Husky zu, welcher gemächlich auf ihn zutrottete. »Seien Sie vorsichtig, Mr. Coleman. Der Husky könnte sehr gereizt sein. Wer weiß, wie lange er schon in dieser Kälte und ohne Nahrung unterwegs ist.« Doch Kapitän Rileys Bedenken schienen grundlos. Coleman ging kurz vor dem Hund in die Knie und dieser trottete weiter auf ihn zu. Als ihm Coleman die Hand entgegenstreckte, hob das Tier den Kopf und schmiegte sich daran. Dann umschlängelte er winselnd seinen Körper, ehe er entkräftet in den Schnee sank. Coleman nahm das erschöpfte Tier ohne zu zögern auf die Arme und trug es ins Snowcat, wo es sofort mit warmen Decken und etwas Fressen versorgt wurde. »Verdammt! Hat irgendjemand gesehen, aus welcher Richtung das Tier kam?«, fluchte Kapitän Riley. »Ich glaube, aus westlicher Richtung. Das muss aber nicht heißen. Wer weiß, wie lange der schon da draußen herumirrt«, antwortete ihm Coleman, während er das Tier aus seiner Hand fütterte.
So ein Husky irrt nicht einfach nur da draußen herum, Mr. Coleman. Diese Tiere verfügen über einen ausgezeichneten Orientierungssinn, der vielleicht sogar unser Navigationssystem übertrifft. Wir rasten hier eine Weile. Peppeln Sie den Hund auf, so gut es geht. Anschließend muss er uns dorthin führen, woher er gekommen ist. Sir, Rocket ist vollkommen erschöpft, protestierte Coleman, der sich gerade die Hundemarke des treuen Tieres besah. Und was glauben Sie, was erst mit unseren Männern da draußen los ist, Mr. Coleman? Eine Stunde, nicht mehr und nicht weniger. Danach muss Rocket uns dorthin führen, wo er hergekommen ist. Wir müssen unsere Leute finden. Während dem Husky Rocket eine kurze Ruhepause gegönnt wurde, vertraten wir uns außerhalb des Fahrzeugs die Beine und suchten gleichzeitig den Horizont mit unseren Feldstechern ab. Leider auch diesmal wieder ohne Erfolg. Glücklicherweise ließ das Schneetreiben nun etwas nach und die Sicht verbesserte sich somit etwas, sodass wir nun viel weiter blicken konnten. Aber auch das änderte nichts daran, dass unsere Leute spurlos verschwunden schienen. Nach Ablauf der Stunde weckten wir Rocket aus einem tiefen Schlaf. Er schien noch etwas verwirrt, ließ sich aber gehorsam zurück in den Schnee führen, wo man ihm einen Handschuh unter die Nase hielt, der von einem der Männer aus dem Basislager stammen musste. Rocket begriff schnell, was man von ihm verlangte, und dann trabte er los. Wir folgten ihm in kurzem Abstand und langsamem Tempo mit dem Snowcat, während wir uns gleichzeitig draußen abwechselten. Einer von uns musste immer vor dem Snowcat hergehen, um Rocket immer wieder am Handschuh schnüffeln zu lassen und ihm auch zu zeigen, dass jemand in seiner Nähe war. Es dauerte fast eine weitere Stunde, ehe wir den Ort erreichten, an den Rocket uns führte. Wir konnten das Unheil, welches von diesem Fundort ausging, schon beinahe riechen. Das Fahrzeug wurde zum Stehen gebracht, während Rocket bereits um die Fundstelle herumschlich und vor sich hin winselte. Vor uns im Schnee lagen zahllose verschneite Trümmer und ein riesiger, halb ausgepackter Schlitten. Das Schneegestöber um uns herum hatte nun fast vollständig nachgelassen, und als wir das Snowcat verließen, überkam mich ein durchdringendes Gefühl des Unbehagens. Wir untersuchten die Gegenstände und stellten fest, dass sie tatsächlich von den Männern aus dem Basislager stammen mussten, dennoch fehlte erneut jede Spur. »Sir, sehen Sie mal hier, unter der Schneedecke!« rief Coleman in diesem Moment aus und versuchte etwas freizugraben. Wir traten zu ihm hin und stellten erstaunt fest, dass sich der Schnee in seinen Händen verfärbt hatte. Er grub etwas rötlich-braunes aus, und Kapitän Riley war der Erste, der wusste, was das war. »Hier hat ein Kampf stattgefunden«, sagte er. »Ein blutiger, brutaler Kampf.« Eben damit sollte er recht behalten. Riley wies uns an, nach weiteren Spuren zu suchen, daher schafften wir Rocket zunächst in das Snowcat, anschließend bewaffneten wir uns mit Schaufeln und Hacken und versuchten weitere Stellen freizulegen. So lange, bis wir auf die erste Leiche stießen. Einer der Männer hatte es schließlich geschafft, einen völlig steif gefrorenen Arm freizulegen. Doch es schien, als würden wir erneut enttäuscht werden, denn die Kleidung dieses Mannes entsprach nicht der unserer Mannschaft. »Sagen Sie nicht, dass das wieder einer von der Nurriby ist«, raunte Coleman. Doch Kapitän Riley nickte stumm. »Das ist doch unmöglich. Das würde bedeuten, dass die Männer von der Nurriby damals, vor knapp 100 Jahren, den exakt gleichen Fluchtweg gewählt haben wie unsere eigenen Leute. Oder haben sich hier nur deren Wege zufällig gekreuzt?« wandte Dr. McLeod ein. Kapitän Riley hatte eine ähnliche Vermutung. »Ich glaube, dass die Männer von damals vor dem gleichen Unheil auf der Flucht waren, wie es unsere Leute noch sind. Graben Sie weiter, wir müssen Spuren finden!«
Wir untersuchten auch den zurückgelassenen Schlitten, der noch halb befüllt mit Vorräten war, aber aus irgendeinem Grund mussten sie ihn zurückgelassen haben. Dieser Grund war rasch gefunden, denn die Kufen des Schlittens waren vollkommen verbogen. Wahrscheinlich war er überlastet gewesen und nach einer gewissen Zeit dann nicht mehr brauchbar, denn es hatte immens an Kraft gekostet, sich mit ihm fortzubewegen. Doch in welche Richtung waren die Männer weitergeflohen? Hatten sie sich vielleicht nach einem Kampf zerstreut? Und gegen wen hatten sie überhaupt gekämpft? Doch darauf fand sich tatsächlich rasch eine Antwort. Es war wiederum Coleman, der einen weiteren Toten fand, der im Schnee vergraben lag. Und diesmal war es endlich einer unserer Leute. Zum Glück, wage ich kaum zu sagen, denn ich hätte ihn viel lieber lebendig gefunden. Aber es war nun endlich die erste Spur. Es war einer der Ingenieure, der hier im Schnee lag. Und als wir weitergruben, fanden wir weitere 7 Leichen. Die Toten waren übel zugerichtet. Einer der Männer hielt noch eine kleine, blutige Spitzhacke in der Hand, der andere einen Klappspaten. Es hatte den Anschein, als ob sie versucht hätten, sich mit diesen einfachen Werkzeugen zu wehren. Nur gegen was? Was auch immer es gewesen war, es war ihnen deutlich überlegen gewesen. Ihre Körper waren wie von Klauen und Krallen verunstaltet. Kehlen waren aufgerissen, und würde die eisige Kälte eben jenes nicht verhindern, dann könnte der Saft des Lebens wohl noch weiter aus ihnen herausgepumpt werden. Kapitän Riley vermutete, dass dieser Kampf erst wenige Stunden zurücklegen musste, und er ging davon aus, dass es sich bei dem Gegner um einen Eisbären gehandelt haben musste. Gleichzeitig zeigte er sich sehr erstaunt darüber, welche Strecke die Männer bislang zurückgelegt hatten. »Wir müssen zum Basislager zurück, sonst geht uns noch der Treibstoff aus«, erklärte er schließlich. »Sollen wir die Leichen aufladen, Sir?«, fragte Coleman. »Nein, dafür haben wir nicht ausreichend Platz. Außerdem könnten wir uns damit überlasten und es kostet uns zu viel Zeit. Wir sollten uns lieber um die noch Lebenden kümmern, die irgendwo dort draußen herumirren. Notieren Sie unsere Position. Wir holen diese Leichen zu einem späteren Zeitpunkt.« Wir hatten gar keine Ahnung davon, wie wichtig diese Entscheidung von Kapitän Riley war. Möglicherweise könnte ich diese Zeilen sonst gar nicht mehr der Außenwelt mitteilen. Wir fuhren auf dem direkten Wege zum Basislager zurück und berichteten über Funk bereits von der Fundstelle, sodass auch die anderen Suchtrupps sich nun zurückziehen konnten und wir uns auf den Fundort konzentrieren wollten, welcher den letzten Hinweis auf den Verbleib unserer Männer barg. Nachdem wir zurückgekehrt waren, mussten wir uns zunächst aufwärmen, ehe wir einen weiteren Aufbruch starten wollten, nachdem das Snowcat wieder aufgetankt war. Die anderen Suchtrupps waren glücklicherweise allesamt zurückgekehrt und einer von ihnen hatte etwas Erstaunliches gefunden. Auf einer Position, welche schnurgerade auf einer Linie mit der lag, bei welcher wir die Kampfspuren entdeckt hatten, waren sie auf etwas gestoßen, was uns nur noch mehr Rätsel als Lösungen aufgab. Es war eine kleine Metallkiste. Sie war zwischen einigen kleinen Eisformationen vergraben gewesen. Und der Suchtrupp war vor allem deswegen darauf aufmerksam geworden, weil deren Hunde irgendetwas in der Nähe gewittert hatten. Als sie dann den Boden genauer untersuchten, mussten sie feststellen, dass sie auf der Eisdecke eines dünnen Rinnsals liefen und irgendetwas schien dort im gefrorenen Wasser das Licht zu brechen. Sie hätten daraufhin die Eisdecke geöffnet und dann das zutage gefördert, was wir nun in einem der Zelte untersuchten. Ich persönlich war sehr erstaunt darüber, dass sich die Männer der Nurraby damals offenbar getrennt hatten, denn auf der Kiste war eindeutig der Name der HMS Nurraby eingraviert. Einen Teil der Besatzungsmitglieder hatten wir ja in einer Höhle abseits der südwestlichen Route gefunden. Und auf der gegenüberliegenden Seite war nun die Metallkiste aufgetaucht, gleichzeitig auch am Schnittpunkt dieser beiden Linien
erneut eine Gruppe der damaligen Besatzung und unserer. Doch uns allein kümmerte vielmehr das Schicksal der eigenen Mannschaft, welches möglicherweise auch durch diesen Fund beeinflusst werden konnte. Die Metallkiste war nicht besonders schwer und maß etwa einen halben Meter nach jeder Seite. Sie war fest verschlossen und es dauerte eine ganze Weile, ehe wir das Schloss knacken konnten. Die Kiste war ein weiterer Fund derer, die schon längst tot waren. Aber da wir davon ausgingen, dass die Besatzung der Nereby von damals möglicherweise denselben Fluchtweg genommen hatte wie unsere Leute, konnte sich darin ein weiterer Hinweis verbergen, wo unsere Leute sich befinden konnten. Coleman hatte schon mehrmals die Vermutung ausgesprochen, dass unsere Leute aus irgendeinem unerfindlichen Grund demselben Weg gefolgt waren, wie es auch die Nereby-Besatzung damals getan hatte. Aber noch immer stellte sich uns die Frage, vor was sie eigentlich geflüchtet waren. Und hatte sie das, vor dem sie sich so sehr gefürchtet haben mussten, dann irgendwann eingeholt und dort draußen am Fundort derart übel zugerichtet? Dr. McLeod war sich nicht ganz sicher, aber er hatte auch schon die Vermutung ausgesprochen, dass es ein oder mehrere Eisbären gewesen sein konnten, woraufhin auch die Kampfspuren am ersten Fundort hinwiesen. Aber waren sie tatsächlich vor diesen Tieren auf der Flucht gewesen? Oder war eine eher zufällige Begegnung mit diesen wilden Tieren der Grund für diese Auseinandersetzung gewesen? Nachdem wir das Schloss geknackt hatten, öffneten wir die Kiste, und darin befand sich eine Unzahl von Briefen, allesamt handgeschrieben, mit kurzen Notizen im Telegrammstil. Zumeist war die Schrift undeutlich und schwer zu lesen, aber wir gaben uns Mühe. Vielleicht ergab sich irgendein Hinweis darauf, was die Besatzung der Nereby damals vertrieben hatte. Jemand musste damals die Briefe der Männer gesammelt und in dieser Kiste aus irgendeinem Grund verwahrt haben. Kapitän Riley vermutete, dass jene Briefe den bereits Toten abgenommen worden waren, damit man deren Familien zumindest noch irgendetwas mit nach Hause bringen konnte. In all diesen Briefen, mich schauderte es jedes Mal beim Öffnen dieser sehr persönlichen Dokumente, war die Rede von Angst. Von Stimmen, die von überall herkamen, von etwas, das sie immer weiter ins Eis hinaustrieb, von riesigen Schatten, die aussahen wie die von Bäumen, die noch sehr weit entfernt standen, und von einem steten Knarren im Eis. Aber hatte dies zur Bedeutung, dass die Männer von damals auch schon damit konfrontiert worden waren? Oder hegten sie lediglich der gleichen Wahrnehmung wie unsere Leute? Draußen brach bereits die Dunkelheit heran, doch Kapitän Riley wollte unbedingt noch einmal nach draußen fahren. Jede Stunde, die verstrich, konnte für unsere Männer dort draußen die letzte sein. Und somit stiegen er, Coleman, Dr. McLeod und ich erneut in das nun voll betankte Snowcat und fuhren zu der Position, die unser letzter Anhaltspunkt gewesen war. Die Schneeverwehungen hatten wieder zugenommen und die Dämmerung tat ihr Übriges dazu. Als wir beim Fundort der Leichen ankamen, war es bereits dunkel geworden. Wie sollten wir in dieser Finsternis überhaupt noch einen Hinweis auf den Verbleib unserer Leute finden können? Doch Kapitän Riley wollte die Männer nicht noch eine weitere Nacht in dieser Eiswüste überwintern lassen. Er glaubte, dass wir weiter südwestlich suchen mussten, in die Richtung, welche bislang auch die Fundstellen stets geführt hatten. Im Schritttempo setzte er das Snowcat erneut in Bewegung. Diesmal schritt einer von uns rechts und der andere links des Fahrzeugs, um mehr von der Umgebung beobachten zu können. Eine weitere halbe Stunde verstrich so mit diesem gemäßigten Tempo, bis ich schließlich über etwas stolperte. Sofort machte ich mich bei den anderen bemerkbar, und dann versammelten wir uns alle um das herum, was ich gefunden hatte. Der Schein unserer Lampen beleuchtete einen grausigen Fund.
Aus dem tiefen Schnee heraus ragte ein menschlicher Arm, dessen versteifte Finger krampfartig gen Himmel zeigten. Wir gruben einen weiteren Toten aus. Und wiederum war es nur ein Besatzungsmitglied der Nurraby. Aber wie sah er aus? Furchtbar zugerichtet. Und als wir tiefer gruben, fanden wir weitere Knochen und Körperteile. Und wir brauchten dann nicht einmal mehr den Rat von Dr. McLeod, um zu verstehen, was es damit auf sich hatte. Es handelt sich hier eindeutig um Kannibalismus, meine Herren, sagte er schließlich vor sich hin. Aber absolut eindeutig. Sehen Sie sich doch mal diese abgenagten Knochen an. Das sind nicht die Spuren von Tieren. Es waren Menschen. Menschen, die diese hier zerteilt und dann als Nahrung zu sich genommen haben. Wie verzweifelt muss diese Expedition von damals gewesen sein, dass sie angefangen haben, ihre eigenen Leute zu essen. Kapitän Riley zeigte sich darüber sehr gefasst, aber auch ihm sah man den Widerwillen trotzdem deutlich an. Den Männern müssen damals die Vorräte ausgegangen sein, und dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich gegenseitig zu fressen. Hier liegen noch jede Menge Knochen und Leichen. Ich glaube, sie haben zuerst mit den Toten angefangen. Dann kamen die Kranken und Verwundeten an die Reihe. Und zuletzt haben sie sich vielleicht gegenseitig abgeschlachtet. Nur um zu überleben. Wir können nur hoffen, dass unseren Leuten nicht das Gleiche passiert. Gleichzeitig fragten wir uns, ob unsere Leute hier auch vorbeigekommen waren. Hier zu graben und nach weiteren Spuren zu suchen, wäre allerdings sinnlos gewesen. Wir wollten keine Leichen mehr finden, sondern Überlebende. Doch wie wir so dastanden, wurden wir plötzlich auf ein Geräusch aufmerksam. Ein Geräusch, das wir bislang noch nicht vernommen hatten und im leichten Wind der Arktis beinahe unterging. Doch es unterschied sich deutlich von denen, welche wir bereits kannten, aber was war es? Rasch schritten wir zum Snowcat zurück und drehten den Scheinwerfer nach allen Richtungen. Das Geräusch schien immer näher zu kommen. Und dann durchzuckte mich ein Geistesblitz. In den Funkübertragungen aus dem Basislager, ganz zu Beginn unserer Expedition, hatte der erste Offizier Harrington immer wieder von einem Knarren im Eis gesprochen und auch in den Briefen aus der Metallkiste war dies mehrfach erwähnt worden. Doch was war es nun, was wir da hörten? Schließlich jedoch machte Coleman mithilfe des Scheinwerfers etwas am Horizont aus. »Da ist jemand!« rief er lauthals. »Es sind mehrere«, fügte Kapitän Riley nach einigen Augenblicken hinzu. Während sich das seltsame Knarren immer weiter zu nähern schien, blickten wir alle in Richtung des Scheinwerferstrahls. Und endlich vermochten unsere Augen auch zu erkennen, was sich dort bewegte. Es war ein Mensch. Es musste ein Mensch sein. Er ging aufrecht auf zwei Beinen. Doch er war nicht alleine. Hinter ihm stapften weitere, allesamt im selben Tempo, schwerfällig, beinahe unkoordiniert. Normalerweise wären wir sofort auf diese Leute zugestürmt, um ihnen zu helfen. Doch glücklicherweise hielt uns etwas davon ab. Vielleicht unser eigener Instinkt oder einfach nur die seltsamen, unmenschlichen Geräusche, welche eindeutig von diesen Gestalten ausgingen. Das Knarren aus dem Eis entstammte nicht der natürlichen Umgebung, sondern es kam aus deren Mündern. Sie kamen weiter auf uns zu und Kapitän Riley gab den folgerichtigen Befehl, uns zu bewaffnen. Er rief den Näherkommenden zu, sie mögen sich zu erkennen geben, obgleich wir schon wussten, um wen es sich hier handelte. Es waren insgesamt 12 Gestalten, die auf uns zugingen, und allen voran erkannten wir
Robert Harrington, den ersten Offizier. Es war jedoch deutlich zu erkennen, dass mit diesen Männern etwas nicht stimmte. Und dafür hatte nicht unbedingt die Kälte Sorge zu tragen. Kapitän Riley trat ihnen einige weitere Schritte entgegen und forderte die Männer auf, sich zu erkennen zu geben. Aber das unaufhörliche Krächzen oder Knarren, welches ihren Mündern entstammte, und auch die grotesken Bewegungen, welche sie ruckartig mit Armen und Beinen vollführten, hörten nicht auf. Riley gab noch eine letzte Warnung ab, ehe er das Gewehr anhob und direkt auf den vordersten Harrington zielte. Entweder dieser bemerkte es nicht, oder er zeigte sich vollkommen unbeeindruckt. Schließlich jedoch blieb Kapitän Riley keine andere Wahl, als zu schießen. Der Schuss hallte durch die Finsternis und im Schein der Lichter zuckte Harrington zusammen, ehe er zunächst auf die Knie sank und dann vornüber in den Schnee fiel. Seine Begleiter, auch sie waren unverkennbar aus dem Basislager, schien das jedoch keineswegs zu beeindrucken. Völlig unbeirrt setzten sie ihren Weg fort. Kapitän Riley zielte bereits auf den nächsten, nicht ohne auch diesen aufzufordern, stehen zu bleiben und sich zu erkennen zu geben. Auch wir bewaffneten uns nun und traten an Captain Rileys Seite. Jeder von uns zögerte vor seinem ersten Schuss. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, auf jemanden zu schießen, mit dem man Tage zuvor noch gemeinsam gespeist und Arbeiten verrichtet hatte. Egal, wie gut man ihn kannte. Und auch wenn sie nicht mehr so wirkten, es waren dennoch Menschen und einstige Kameraden, was auch immer mit ihnen geschehen war. Und uns allen war klar, dass sie für uns eine große Gefahr darstellten. Dann krachte Schuss um Schuss. So lange, bis schließlich jeder dieser Gestalten tot und blutend im Schnee lag und auch das seltsame Knarren endgültig verstummt war. Eine Weile standen wir nur da und blickten stumm auf die soeben Getöteten. Dr. McLeod war es schließlich, der sich als erster ein Herz fasste und auf die Leichen zutrat, um sie kurz zu untersuchen. Wir folgten ihm zögerlich, weiterhin mit den Waffen im Anschlag, denn wir waren mittlerweile auf alles vorbereitet. Und noch konnten wir immer nicht glauben, was sich innerhalb weniger Minuten vor unseren Augen abgespielt hatte, ja gar welch schreckliche Tat wir begangen hatten. »Unmöglich, unmöglich«, raunte Dr. McLeod immer wieder vor sich hin, während er den toten Körper Harringtons eingehend untersuchte. Wir stellten keine Fragen, sondern warteten darauf, bis der Arzt auf irgendwelche Antworten stieß. »Sir«, sagte er schließlich an Kapitän Riley und gleichzeitig auch an uns gewandt, »ich kann Ihnen nichts Genaueres erklären, aber ich wage zu behaupten, dass der Rest der Mannschaft das gleiche Schicksal ereilt hat wie diese Männer hier. Ich hege eine Vermutung, aber ich sollte einen dieser Körper einer Obduktion unterziehen, ehe ich tatsächlich die richtigen Antworten liefern kann. Wir sollten diesen Körper allerdings hermetisch verpacken, wenn Sie verstehen, was ich meine. An Bord der Curlington kann ich ihn dann unter Einbeziehung strengster Sicherheitsvorkehrungen unter einige Nachforschungen stellen.« Wir sahen uns aufgrund seiner seltsamen Andeutungen verwundert an, folgten aber schließlich den Anweisungen des Arztes. Wir verluden somit Harringtons Leiche in den kleinen Frachtraum des Snowcat. Zuvor hatten wir ihn noch in eine Art Plastiksack gewickelt, was nicht zuletzt auch vor Gestank und Verunreinigung im Fahrzeug schützen sollte. Aber Dr. McLeod wies mehrmals darauf hin, dass es auch unserem Schutz dienen sollte. Was er damit aber meinte, würden wir erst viel später erfahren. Wir kehrten also zum Basislager und anschließend zur Curlington zurück. Gleichzeitig bestand McLeod darauf, die gesamte Mannschaft ins Schiff zurückzubeordern. Die Ausrüstung solle man zurücklassen, denn er glaubte, dass dort draußen eine Gefahr lauere, die noch weitere Menschenleben kosten könnte, wenn man nun nicht rasch handelte.
Kapitän Riley vertraute ihm in dieser Hinsicht blind, ließ nur das Allernötigste an Material zusammenpacken und dann schafften wir alles zurück an Bord der Curlington. Natürlich wollte jeder wissen, auf was für Antworten Dr. McLeod scheinbar gestoßen war, doch noch hüllte er sich in Schweigen. In einem dafür geeigneten Raum wollte er Harrington einer ausführlichen Obduktion unterziehen, soweit es seiner eigenen Kompetenz möglich war. Währenddessen verharrten wir schlaflos und voller Spannung an Deck der Curlington und blickten hinaus in die Wüste von Eis. Was war dort draußen geschehen? Gab es dort draußen noch Überlebende der Mannschaft? Und wenn ja, waren sie demselben Schicksal verfallen wie die Leute, die wir dort draußen getötet hatten? Und welchem Schicksal waren sie überhaupt verfallen? Kapitän Riley hatte uns eingeschärft, vorerst der Mannschaft gegenüber zu betonen, dass diese Leute uns aus irgendeinem Grund angegriffen hätten und wir uns verteidigen mussten. Und zunächst kaufte uns die Mannschaft dies auch ab, aber die Stimmung war spürbar bedrückt. Beinahe bedrohlich. Es fühlte sich schon an, als stünden wir kurz vor einer Meuterei. Wir hofften darauf, dass Dr. McLeod etwas mit seiner Obduktion herausbekam, so dass wir alle darüber aufgeklärt werden konnten, was das Schicksal unserer Mannschaft betraf. Noch im Laufe der Nacht rief Dr. McLeod erst den wissenschaftlichen Leiter Henri zu sich, um sich zu beraten, anschließend Kapitän Riley. Dann wurden noch zwei weitere Offiziere mit einbezogen. Und zuletzt verkündete der Kapitän schließlich, früh morgens eine Versammlung an Deck abzuhalten, an welcher alle teilnehmen sollten, welche sich für das Schicksal und den Verbleib unserer Mannschaft interessierten. Selbstredend fand sich am nächsten Tag die gesamte Mannschaft ein. Denn jeder wollte natürlich eine Antwort auf die Frage erhalten, was mit unseren Leuten die letzten Tage über geschehen war. Dr. McLeod hatte wohl den entscheidenden Hinweis gefunden, dann hatten er und der Kapitän, zusammen mit den Offizieren und dem wissenschaftlichen Leiter Henri, die Informationen zusammengetragen und aufeinander abgestimmt. Jetzt rekonstruierten sie das, was sich in den letzten Tagen vermutlich ereignet hatte. Während ihrer Erläuterungen wechselten sie sich immer wieder ab. Und nun lassen Sie mich zu dem Punkt kommen, was die Männer schließlich herausgefunden hatten. Zuallererst wurde stark betont, dass die Männer, welche man dort draußen erschossen hatte, nicht mehr sie selbst gewesen seien. Ihre wahre Identität sei längst verstorben, nur noch ihre körperliche Hülle hätte an das erinnert, was sie einst waren. McLeod hatte die Vermutung gehabt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Nurraby vor etwa 100 Jahren und auch dem Verschwinden unserer Mannschaft bestand. Und offenbar hatte er damit auch recht. Den Männern der Nurraby war damals etwas geschehen, was auch aus heutiger Sicht nur schwer zu erklären ist. Dr. McLeod nannte es eine Art Parasitenbefall, welcher die Mannschaft ereilt hatte. Ein Parasit, der von weiß woher kam, aber der sich den menschlichen Körper und vielleicht auch den von Tieren als Wirt aneignete und mehr dessen Kontrolle übernahm, sozusagen in dessen Gehirnwindungen heranwuchs. Die genauen Umstände über den Unfall der Nurraby waren unklar und auch woher genau dieser Parasit kam, aber die Übertragung konnte wohl direkt über das Blut stattfinden, sei es über einen Biss oder dergleichen. Es wurde vermutet, dass irgendjemand aus der Mannschaft von einem wilden Tier gebissen wurde, wahrscheinlich ein Eisbär, und daraufhin habe sich der Parasit, vom Eisbär ausgehend, dann innerhalb der Mannschaft ausgebreitet. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass der erste Infizierte womöglich einige andere verletzt oder gar gebissen hatte. Vielleicht hatte es sogar ausgereicht, dass sie aus demselben Becher getrunken oder vom selben Teller gegessen hatten. Und genau so sei diese Krankheit von Mensch zu Mensch gewandert.
Diese parasitäre Krankheit würde sich vor allem im Gehirn des Betroffenen festsetzen. Und dadurch würde sich auch dessen Wahrnehmung in jeglicher Hinsicht verändern, sodass er Dinge sieht und hört, die gar nicht existierten. Dies seien zumeist die Anfänge dieser Krankheit, sofern man es als solche bezeichnen möchte. Vom Wirt unbemerkt übernimmt jener Parasit mehr und mehr die Kontrolle über diesen Körper, bis er schließlich vollends in seiner Hand ist. Das Ziel dieses Parasiten sei lediglich eine Art Selbsterhaltungstrieb. Ein Trieb, der ihn dazu zwang, sich über viele Körper zu vermehren und auszubreiten, um gerade in diesen Breitengraden überleben zu können. Es liege daher die Vermutung nahe, dass der Parasit eine Art Intelligenz besäße, die ihm vermittelte, dass der menschliche Körper in dieser Welt nicht lange überleben konnte. Also trieb der Parasit seinen Träger an, weiter nach draußen zu ziehen, auf der Jagd nach einem besseren Wirt. Und welcher Körper wäre wohl am besten geeignet, um diesem Parasiten ein möglichst langes Überleben zu sichern? Nun, dafür spräche natürlich in erster Linie der eines Eisbären. Die Männer der Narrabee damals waren also nicht vor etwas geflüchtet, ganz im Gegenteil. Sie wollten etwas jagen, einen neuen Körper für ihren Parasiten, viele neue Körper, denn der Parasit hatte sich ja mittlerweile deutlich vermehrt und ein jeder von ihnen wollte dahingehend auch seinen eigenen neuen Körper. Der Parasit scheint intelligent genug zu sein, um zu wissen, dass man sich für eine solche Jagd auch entsprechend ausrüsten müsse. Daher wurden wohl auch schon damals entsprechende Vorräte mitgeschleppt, auf der Jagd nach den Eisbären. Und zur Sommerzeit war die Chance, auf eine Mehrzahl von Eisbären zu treffen, natürlich auch größer als im Rest des Jahres. Das Schicksal jedoch hatte es den Parasiten indirekt verweigert, sich einen anderen Körper zu suchen. Selbst ein gut bewaffneter Mensch ist im Kampf gegen ein solch mächtiges Tier nicht unbedingt im Vorteil. Gerade dann, wenn dieses Tier nicht getötet, ja nicht einmal schwer verletzt werden darf. Ob die Männer von damals es irgendwie geschafft hatten, einen Eisbären zu verletzen und ihn mit dem Parasiten zu infizieren, ist äußerst fraglich. Doch was hatte das nun mit den Leuten unserer Mannschaft auf sich? Auch dafür schien es eine logische Erklärung zu geben. Nachdem die Mannschaft während der Bohrarbeiten zunächst auf die Überreste der Narrabee gestoßen war, hatte eben dies ihr Interesse geweckt und sie hatten damit begonnen, einen Stollen in die Erde zu treiben. Dies allein wäre wohl nicht gerade zum Problem geworden, aber die Männer begingen danach einen fatalen Fehler. Einen Fehler, den möglicherweise jeder begangen hätte, wenn er unwissend in jene Situation gekommen wäre. Die Männer vom Basislager aßen von dem Schnee. Von dem Schnee, welchen sie aus dem Stollen geholt hatten. Vielleicht hatte es auch schon gereicht, dass sie von jenem Schnee gekostet hatten, der nur in der Nähe der versunkenen Narrabee lag. Wir sollten nicht vergessen, dass das Essen oder Trinken von Eis und Schnee hier in der Antarktis zum Alltag gehört. Wozu unnötige Trinkvorräte mitführen, wenn man doch sprichwörtlich von gefrorenem Wasser umgeben ist? Teilweise wurde es auch abgekocht, aber zumeist auch nur dann, wenn man sich nach einem warmen Getränk sehnte. Dr. McLeod und Monsieur Henri vermuteten, dass diese Parasiten in einer Art Gefrierzustand hier im Eis verharrt hatten. Ob mit oder ohne Wirt, könne man nun nicht mehr nachvollziehen. Nachdem sich die ersten Männer mit dem Parasiten infiziert hatten, begannen auch rasch die ersten Halluzinationen. Und mehr breitete sich diese Krankheit aus, bis schließlich auch der letzte von ihnen befallen war. Einige Einzelgänger hatten unter dem Einfluss der Parasiten wohl schon versucht, sich auf Eisbärenjagd zu begeben. Auch hieraus konnte man nur schließen, dass nicht jeder der Parasiten in einer Art Kollektiv zusammenarbeitete und sich somit Einzelgänger entwickelt hatten. Dies sei jedoch nur am Rande erwähnt. Was die völlig missgestalteten Leichen in den Lazaretten betraf, so hatte man auch hierfür eine einfache Erklärung.
Unter Einfluss des parasitären Wahns musste es Dr. Hartman gewesen sein, der, halb unter Parasitenbefall, halb unter seinem eigenen medizinischen Verstand, versucht haben musste, die Fremdkörper aus den Körpern seiner Patienten zu entfernen. Warum er dies allerdings auf so plumpe Weise versucht haben musste, konnte man sich auch nur damit erklären, dass sein medizinisches Gehirn nur noch mit minimaler Leistung arbeiten konnte, da sich der Parasit mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt hatte. Schließlich hätten unsere Männer, unter dem Einfluss des Parasiten, das Lager verlassen, nicht ohne entsprechende Vorbereitungen zu treffen und auch Nahrung mitzuschleppen. Denn die Parasiten waren intelligent genug, um zu wissen, dass auch der Wirtskörper etwas Energie benötigte. Die gehorsamen Hunde, die möglicherweise ebenfalls infiziert waren, hatten sie dann vor die Schlitten gespannt, dann waren sie aufgebrochen. Auch ihr Weg hatte sie, genau wie damals die Männer der Nurraby, direkt südwestlich geführt. Zu einem Ort, wo viele Eisbären vermutet wurden, die sie jagen und die Parasiten auf jene übertragen konnten. Ob es ein paar von ihnen gelungen ist, würden wir wohl niemals erfahren. Sie mussten es offenbar auch ein einziges Mal geschafft haben, ein paar oder einen Eisbären einzukreisen, und hatten dabei ihr Allermöglichstes versucht. Dabei allein schon mussten viele Männer gestorben sein. Und wohl auch einige der Schlittenhunde. Irgendwann musste die Mannschaft unter dem ersten Offizier Harrington erkannt haben, dass sie ohne ausreichend Vorräte gar nicht weiterziehen konnten. Und daher hatten sie, oder vielmehr die Parasiten in ihren Köpfen, beschlossen, den Rückweg anzutreten. Vermutlich um entweder eine der Suchmannschaften oder sogar das Basislager direkt anzugreifen, wenn nicht sogar die Curlington. Glücklicherweise war es erst gar nicht dazu gekommen. Man hatte auch eine Theorie darüber entwickelt, was die grotesken, knarrenden Laute der von Parasiten befallenen Menschen bedeutete. Es könnte sich dabei wohl auch um eine Art Kommunikationsmuster handeln, welches nur den Parasitenträgern untereinander verständlich war. Vielleicht hatten die Infizierten dort draußen auch versucht, mit uns zu kommunizieren, aber was hätten sie uns schon sagen? Was hätten sie verhandeln können? Vor über einem Jahrhundert mussten damals einige der Besatzungsmitglieder der HMS Nurraby instinktiv geahnt haben, was mit ihren Kameraden vor sich ging. Diese wären daraufhin wohl tatsächlich aus dem Lager und somit auch vor ihren eigenen Freunden geflohen. Dies erklärte, warum man an verschiedenen Stellen die Überreste der Nurraby-Besatzung entdeckt hatte. Bei unseren eigenen Leuten schien sich dieser parasitäre Befall entweder schneller oder unbemerkter vollzogen zu haben. Die Frage nach diesen seltsamen, riesigen Gestalten in der Ferne, die wie Bäume aussahen, konnte dahingehend beantwortet werden, dass der Beginn der parasitären Übernahme zumeist mit Halluzinationen einherging. Und dies erklärte wiederum auch das Gefühl von wachsender Bedrohung der Betroffenen oder das Vernehmen unbekannter Stimmen. Es blieb nun nur noch zu hoffen, dass niemand von uns Symptome dieser Art aufwies. Nicht zuletzt aus diesem Grund war es die richtige Entscheidung gewesen, das gesamte Unternehmen abzubrechen und diesen fürchterlichen Ort zu verlassen, ehe noch mehr Männer das gleiche Schicksal ereilen sollte. Nachdem die beiden Männer ihre Ausführungen beendet hatten, herrschte Stillschweigen an Deck der Curlington. Wir alle mussten das eben Gehörte überhaupt erst fassen. Nach einigen Minuten des Schweigens brachte einer der Matrosen die wohl wichtigste Frage ein. »Sir, was sollen wir denn den Familien der Opfer erzählen?« Fragende Blicke richteten sich dabei auf Kapitän Riley, der schließlich seine Stimme erhob und sagte, »Wir werden ihnen davon erzählen, dass ein Teil unserer Expedition in Schnee und Eis verloren ging. Glauben Sie mir, meine Herren, das werden die Familien eher annehmen als die Tatsache, dass ihre Liebsten sich zu etwas Unmenschlichen verwandelt haben. Doch eine Sache gibt es noch, die ich Ihnen unbedingt mitteilen muss, ehe wir diesen Ort verlassen.«
Er hielt einige Sekunden lang inne, und keiner wagte es in diesem Moment auch nur zu atmen, bis er schließlich fortfuhr. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Sie über die Inhalte des allseits bekannten Antarktis-Vertrags, der seit dem 23. Juni 1961 gilt, ausreichend informiert sind. Ich gebe Ihnen nun eine sehr persönliche Vermutung mit auf den Weg. Es gibt einen triftigen Grund dafür, warum dieser Vertrag geschlossen wurde, ehe zahllose Expeditionen aus aller Herren Länder sich hier tummeln könnten und es wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen gestattet ist, dieses eisige, unfreundliche Land zu betreten. Wir haben diesen Grund leider gefunden. Stellen Sie sich nur vor, was es für die Menschheit bedeuten könnte, einen solchen Parasiten durch die Welt zu schippern. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen auch nur ansatzweise erklären muss, was dies für unsere menschliche Zukunft bedeuten würde. Dort draußen im Eis lauert eine Gefahr, der wir nicht gewachsen sind. Wenn wir der Außenwelt nichts von unseren wahren Erlebnissen erzählen, so hat dies nichts damit zu tun, dass wir sie nicht warnen wollen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass unnötige mediale Aufmerksamkeit auf diese Sache gezogen wird. Vielleicht ist dies auch nicht der richtige Weg. Ich denke, das muss am Ende trotzdem jeder für sich selbst entscheiden. Doch es gibt Wahrheiten in unserer Welt, die besser niemals ans Licht geraten. Mit diesen Worten endete Kapitän Riley und verschwand. Damit war die Versammlung beendet und es bedurfte keiner weiteren Worte mehr. Auch Jahrzehnte nach diesem Erlebnis habe ich noch immer dieselben Bilder im Kopf, wie sie mich in den ersten Tagen in all meinen Träumen verfolgten. Das angeblich spurlose Verschwinden der Männer, welches damit auch gleichzeitig den Abbruch der gesamten Expedition zur Folge hatte, konnten wir zumeist sehr glaubwürdig erklären, da wir Halbwahrheiten mit allseits vereinbarten Lügen kombinierten und dies so geschickt vor Presse, Verwandten und Organisatoren präsentierten, dass niemand auch nur ahnte, was wirklich der Wahrheit entsprach. Wenn Sie also irgendwann einmal diese Zahlen lesen sollten, obliegt es allein Ihrem Urteilsvermögen, ob Sie der Wahrheit Glauben schenken oder nicht. Einige Fragen haben sich für mich dem Ende hinzu doch noch ergeben. Denn ich fragte mich, warum ausgerechnet Rocket, der Schlittenhund, der einzige war, der nicht vom Parasiten infiziert wurde. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Hund schon kurz nach unserer Abreise aus der Antarktis vorsichtshalber eingeschläfert wurde. Daraufhin obduzierte man auch seinen Körper, fand jedoch bei ihm keinerlei Spuren der Parasiten. Also muss ich Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass er vielleicht umsonst gestorben ist. Doch eine weitere Frage drängt sich mir dennoch auf. In diesen kalten Gebieten gibt es Menschen, die dort leben, schon seit Urzeiten. Wir kennen sie als Inuit. Was, wenn diese Menschen immun gegen die Parasiten sind? Wissen Sie möglicherweise von diesen Parasiten und haben Möglichkeiten gefunden, ihn zu meiden? Oder kursiert dieser Parasit bereits unter diesen Leuten und ist im Moment bereits dabei, sich unter der Gesamtbevölkerung auszubreiten, wenn sie Kontakt zu den Inuit aufnehmen? Ich wage es nicht, dieses Gedankenkonstrukt weiterzuspinnen und hoffe darauf, dass das Immunsystem oder irgendein anderer körperlicher Mechanismus diese Übertragung von Parasiten bei den Inuiten verhindert, aber mit Sicherheit weiß ich es nicht. Seien Sie jedoch vor einem gewarnt. Sollten Sie jemals das zweifelhafte Vergnügen haben, eine Reise in die Antarktis unternehmen zu dürfen, dann hüten Sie sich vor dem Knarren aus dem Eis.